Hallo Julian, ich freue mich total, dass ich dich hier heute interviewen kann und dass du auch Speaker beim Crypto Rockstar Cruise sein wirst. Janina, ich freue mich total. Danke, dass ich da dabei sein darf. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du so und wo lebst du? Ich bin der Julian. Im deutschsprachigen Raum kennt man mich immer so als den Krypto-Influencer, der ja die größte Krypto-Community hat. Ich habe einen YouTube-Kanal mit 130.000 Zuschauern, eine riesengroße Facebook-Community mit über 40.000 Leuten. Ich bin CEO von Cake DeFi. Ich lebe in Singapur und habe eine Firma, die Cashflow auf Kryptowährungen bietet, über Staking, über Lending, über Liquidity Mining. Und ja, ich bin seit 7 Jahren im Kryptobereich, habe dem Bereich sehr viel zu verdanken und bin ja und finde es super, super spannend, was hier alles passiert. Ja, bevor ich dich nach deiner Mission frage, habe ich erstmal eine ganz andere Frage für dich. Und zwar, vielleicht kannst du mir mal erklären, was eine Blockchain ist, ganz kurz und leicht verständlich und ohne die Worte dezentral und Datenbank zu verwenden. Also, wenn es darum geht, Informationen digital zu speichern, dann passiert es das normalerweise, dass das einer macht. Also eine Firma, eine Person, egal ob Facebook oder der Staat, ist immer einer. Wenn wir von einer Blockchain sprechen, dann sprechen wir nicht davon, dass das einer macht, sondern dass das jeder macht, der Daten zu diesem ganzen System beiträgt. Und dadurch ist es nicht mehr einer, sondern dadurch macht es jeder. Und es wird regelmäßig synchronisiert in sogenannten Zeitblöcken. Diese Blöcke werden durch Kryptographie so miteinander zusammengehängt, dass man alte Blöcke, also alte Datenblöcke, nicht mehr verändern kann. Und dadurch entsteht dieses englische Wort Blockkette oder Blockchain. Der Vorteil ist, ich muss nicht mehr einer Partei vertrauen, sondern jeder ist dabei. Es ist komplett transparent. Jeder weiß, was abgeht, was passiert. Plus, ich kann mir sicher sein, dadurch, dass das eben verkettet ist, dass alte Informationen nicht verändert werden kann. Und das sind die riesengroßen Vorteile, die Blockchain im digitalen Bereich heute bietet. Danke dir. Ja, warum habe ich dir die Frage gestellt? Ich habe dein Buch Blockchain 2.0 und da geht es auch, das ist wahrscheinlich auf jeden Fall eine deiner Missionen, unter Hashtag CryptoFit, auch Leuten das nahezubringen, das Thema, die gar nicht aus dem Bereich kommen und es einfach zu erklären. Ist es auch total. Also die Mission bei mir ist, Leute kryptofit zu machen. Das bedeutet für mich, dass sie diese dezentrale Welt verstehen. Also diese Welt, wo im Internet, im digitalen Bereich nicht eine Firma verantwortlich ist, sondern jeder. Und das bedeutet, man auch selbst. Und das ist gleichzeitig der Vorteil, aber auch der Nachteil, weil man plötzlich selber die Verantwortung für das alles übernimmt. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Genau, du erklärst ja das Beispiel zum Beispiel, wenn jetzt jeder komplett selbstverantwortlich wäre, seine Facebook-Login-Daten zu behalten. Also ich glaube, eines der Gegenbeispiele, wenn man sozusagen so, wenn man selber verantwortlich ist, ist einfach nur die Frage, wie oft hat man schon mal ein Passwort vergessen, wie oft hat man schon mal einen Kundendienst fragen müssen. Und das gibt es in einem wirklich dezentralen System, gibt es das alles nicht. Ja, und ich finde das super cool, dass du das wirklich so leicht erklärbar machst. Du könntest dich ja auch nur darauf konzentrieren, gerade wenn du so viele Follower hast, nur das für die Erfahreneren zu erklären oder mit denen zu arbeiten. Und das finde ich super spannend. Ist das deine einzige Mission, Leute kryptofit zu machen, oder sagst du, du hast da noch mehr? Also ich glaube, dass das sicher der wichtigste Punkt in dem Zusammenhang ist. Für mich geht es vor allem darum, Leuten Optionen zu geben. Ich glaube, wenn du nur eine einzige Option hast, dann hast du eigentlich keine Option, weil das ist das Einzige, was du machen kannst. Du hast nicht wirklich eine Auswahl. Und sobald du den Leuten aber zwei, drei, vier Möglichkeiten gibst, dann können die Leute zwar ihre bevorzugte Möglichkeit nutzen. Und ich glaube immer noch, dass ein Großteil der Leute wird im zentralisierten Bereich bleiben, weil er einfach effizienter ist, schneller ist, teilweise einfacher zu bedienen ist. Aber sollte dieser zentralisierte Bereich, gerade wenn es ums Geld geht, bei Geld, aber auch wenn es um die Identifikation geht, dann hat man jederzeit die Möglichkeit auszubrechen und Alternativen zu nutzen. Und da bin ich, das ist wirklich eine Leidenschaft von mir, denn für mich ist nichts schlimmer, als wie wenn ich mich eingesperrt in etwas fühle. Ich bin sehr libertär, ich liebe diese Freiheiten, ich liebe die Möglichkeiten. Und das ist genau das, was ich eigentlich den Leuten mitgeben möchte. Und deshalb auch, ich komme ja eigentlich aus dem Medizinbereich, ich habe einen ganz anderen Background, bin eigentlich gelernter Arzt. Und für mich war dieser Quereinstieg halt auch sehr grundlegend,
Und von dem her halte ich das auch sehr gerne sehr einfach. Ja, ich stelle immer die Frage, warum liebst du, was du tust? Weil ich selbst ein Projekt habe, was Liebe, was du tust heißt. Warum liebst du, was du tust? Es knüpft, glaube ich, sehr gut an das Ganze an. Ich glaube, im Leben ist es sehr wichtig, Optionen zu haben. Das Ultimativum für Leute, wenn sie eigentlich von glücklich sein sprechen, dann wenn man sich fundamental überlegt, was bedeutet eigentlich glücklich sein? Glücklich sein bedeutet meistens zwei Dinge. Und zwar erstens, dass du mit Menschen zu tun hast, die erfüllend für dich sind, wo du tiefgründige Beziehungen hast, wo du aber gleichzeitig Optionen hast, Möglichkeiten hast. Wenn man die meisten Leute fragt, was würde dich jetzt total glücklich machen, dann würde ich sagen, wenn ich meine Liebsten packen könnte und wenn ich mit denen irgendwie eine super coole Reise machen könnte, wenn wir irgendwo hinfliegen könnten oder irgendwie am Strand chillen, das würde die Leute glücklich machen. Und der Grund, warum ich so liebe, was ich tue, ist, weil ich glaube, dass ich mit dem, was ich hier mache, was ich lehre, was ich aufbaue, genau das den Leuten auch biete. Und das sehe ich ja tagtäglich auf Social Media, auf YouTube und so weiter, dass sie mir zurückschreiben und sagen, hey, ich habe das geschafft und dies geschafft und jetzt kann ich das machen und ich habe das zum Verstanden und das hat mir dies ermöglicht und das ist natürlich super, super cool. Ich finde das immer schön, wenn ich die Frage stelle und dann mein Gegenüber anfängt zu leuchten. Das hast du gerade gemacht. ja, und du bist Speaker beim CRC, beim Crypto Rockstar Cruise. Und worum wird es da gehen? Worüber wirst du sprechen? Ich möchte über das ganze Thema Decentralized Finance oder DeFi sprechen. Es ist ein Thema, das unglaublich hyped, über das ganz viele Leute sprechen, reden, aber nur wenige Leute wirklich fundamental das verstehen. Ich möchte aufzeigen, wie Bitcoin eigentlich eines der wichtigsten Projekte im DeFi-Bereich ist. Ich möchte über die 7 Anwendungsfälle im DeFi-Bereich sprechen und das ist, glaube ich, auch den Leuten nicht so ganz bekannt. Ich möchte denen zeigen, wie sie davon profitieren, wie sie Cashflow aus dem rausziehen können, wie sie in solche Sachen investieren können. Und das ist etwas, das ist ganz, ganz, ganz interessant, ein super spannender Bereich. Wirst du ganz viel hören. Ich glaube, das absolut essentiell ist, wenn du dich da drin ein bisschen auskennst. Klingt wirklich spannend. Ich freue mich schon darauf, dass du dann auch da bist. Hast du noch einen Tipp für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Ich glaube, Tipp Nummer 1, ich habe es eh kurz jetzt angerissen. Tipp Nummer 1 ist, dass Bitcoin, immer wenn es um das Thema DeFi geht, dann sind die Leute sofort ziemlich, welches Projekt für DeFi? Und vergessen dabei, dass eigentlich Bitcoin das absolute Nummer 1 DeFi-Projekt schon ist. Es deckt die ersten 2 Funktionen von DeFi ab. Das ist nämlich Wert zu kreieren. Das macht Bitcoin besser als jedes andere Projekt. Und diesen Wert zu transferieren. Das ist die 2. Funktion. Und das ist wahrscheinlich der absolut erste Tipp. Und der absolut wichtigste Tipp, dass bevor du irgendwie glaubst, dass es jetzt irgendwie 300 andere Sachen braucht, die Mutter aller Kryptowährungen, sie macht nicht alles, das ist ganz klar. Und es gibt viele gute andere Projekte, aber nicht vergessen, dass es mit Abstand das größte, das dominanteste und wahrscheinlich auch das wichtigste Projekt in dem ganzen Thema ist. Ja, vielen Dank für das Interview, vielen Dank für deine begeisterten Antworten und ich freue mich total darauf, dich hoffentlich im Juni in Köln zu sehen und dich als Speaker zu hören. Freue mich schon sehr. Tschüss. Tschüss.